Und damit begrüße ich euch zu einer kleinen Offline-Folge von Jan Ulrich. Also nicht im Stream, für mich jetzt irgendwie ganz ungewohnt, dass ich mich ganz auf das Spiel konzentrieren kann, aber ich dachte mir jetzt einfach mal, mit Jan Ulrich alleine spielen ist wahrscheinlich besser, weil wenn ich jetzt mit ihm streame, dann kommt wahrscheinlich dauernd, wo ist Abo-Team? Ich will Abo-Team sehen, Mann. Wo ist Abo-Team? Deswegen dachte ich mir, komm, jetzt hauen wir den Ulle hier mal alleine durch. Und wir haben natürlich eine ungeklärte Vertragssituation. Wir sind jetzt Anfang Juli, bedeutet, einige Teams treten an uns heran und wollen uns als Megatalent verpflichten. Allerdings sind das alles Scheißteams. Ist ja unglaublich. Wir sind hier das Megatalent, 19 Jahre. Wir haben am Berg jetzt schon die 74, Zeitfahren die 76 und trotzdem möchte uns kein Mensch verpflichten. Ich habe jetzt mal Fortuneo als erstes Team ausgewählt. Allerdings werden wir uns wahrscheinlich auch bald verbessern. Es gibt jetzt bald den Grand Prix Torres Vedras. Ein Wahnsinnsprofil, ein Zeitfahren von 5,8 Kilometer, also eher Prolog. Dann 179 Kilometer mit einem leichten Anstieg hinten raus. Da können wir mal schauen, zumindest auf der vierten Etappe vielleicht die Bergwertung uns mal wieder zu sichern. Je nachdem, wie es in der Gesamtwertung aussieht. Ich würde jetzt noch warten, diese 9 Punkte, die holen wir schon noch irgendwo. Also komm, das muss doch drin sein. Nicht, dass wir dann arbeitslos sind nächstes Jahr. Ansonsten würde ich halt warten, beziehungsweise einfach Fortuneo zu unserem neuen Team machen. Sowieso blöd, dass man im Juli immer schon entscheiden muss. Also ganz ehrlich, am Ende der Saison haben wir die 78 am Berg oder sowas. Da geht dann richtig die Luzi. Leider die Österreich-Rundfahrt, habt ihr gerade gesehen, dürfen wir nicht mitfahren. Wir sind am Formhöhepunkt, die Ermüdung. Das habe ich ein bisschen verkackt durch unser Abonnententeam, wo ich ja die Trainingspläne von 30 Fahrern dann gemacht habe, die ja genauso detailliert sind wie im Pro-Cyclist-Modus. Hat sich das dann aber dann doch ein wenig verbessert bei mir, deswegen das Training wird jetzt hier bald nach unten gehen, zumindest, na gut, wir haben zum 8. Juli hin, wird die Ermüdung sehr, sehr weit nach unten gehen, wir sind dann natürlich schon im Rennen, aber trotzdem, also Grand Prix Torres Vedras, 5,8 Kilometer Auftaktzeitfahren werden wir jetzt auf jeden Fall machen, die Folgen können wir auch ein bisschen länger machen, mein Vertrag läuft zum Jahresende aus, warum sagt mir das denn keiner, das wissen wir doch schon, Jungs, nochmal schauen, ob es vielleicht jetzt nochmal neue Anfragen gab, wo kann ich es denn nochmal nachschauen. Teamliste da, Vertrag, okay. So, es sind keine neuen dazugekommen. Finde ich nach wie vor sehr traurig. Egal, wir schauen mal. Das Spiel wird uns schon sagen, wenn wir uns sofort entscheiden müssen. Wie gesagt, dann unterschreiben wir einfach bei Fortuneo, weil das ein Team ist, was vielleicht auch für die Tour de France nächstes Jahr schon eine Wildcard bekommt. Wäre ja durchaus möglich und im zweiten Jahr schon eine große Rundfahrt fahren. Ich würde natürlich gerne für ein World Tour Team fahren, so als Helfer für Chris Froome, für Team Sky, das wäre doch mega. Das wäre sensationell. Natürlich müssen wir uns erstmal dafür qualifizieren, das ist auch klar. So, jetzt Grand Prix Torres nach Tursifal geht das heute. Klingt ein bisschen wie Durchfall, aber so, Vanti Groupe-Gobert, oh, sehr schön. Aber ist natürlich auch kein World Tour Team, aber auch wieder ein Team, was natürlich Wildcards bekommt. Aber die sind nicht wirklich besser als Fortuneo. Außerdem haben die ein vitales Konzept bei Fortuneo, wie es auf dem Trikot steht. Da möchte ich natürlich nicht Nein sagen. So, uns fehlen immer noch die 9 Punkte. Deswegen, jetzt fahren wir einfach mal den Prolog. Da haben wir die 71 im Prologzeit fahren. Wir schauen mal, ob Team Skoda dabei ist. Nein, ist es natürlich nicht. Ja, wie gesagt, ich hatte ja überlegt, ob wir vielleicht mit Jan Ulrich nochmal starten und dann eben mit der anderen Datenbank fahren. Aber da diese Datenbank jetzt auch nicht immer so prickelnd ist, würde ich es einfach mal lassen. Also, wir gehen ins 3D-Rennen rein. Die Konkurrenz ist uns wurscht. Jan Ulrich hat natürlich nach wie vor eine schlechte Tagesform, da die Ermüdung noch zu hoch ist. Das ist nach wie vor nicht gut austariert von mir. Wir könnten sehr viel besser sein, wenn ich das richtig gemacht hätte. Ach, Eva Braun ist wieder an unserer Seite. Nicht Simon Braun, nein, es ist Eva Braun. William Barter ist wieder dabei. Stefan Schumacher. Also, man sieht auch hier, es zählt nur der Prologwert und da wir eine schlechte Tagesform haben werden wir richtig abkacken. Aber vielleicht kriegen wir ja 9 Punkte. Dann machen wir nochmal einen Levelaufstieg und dann werden natürlich die ganz großen Teams auf uns aufmerksam, weil die merken, oh, da hatte einer einen Levelaufstieg. Zielt unter die ersten 15 der Etappe kommt, das kriegen wir doch hin. So sicher wie der Mann, der als erstes hier gestartet ist, aus dem Baskenland kommt. So, da war unser Kollege, der West-Mattelmann. Hier können wir wieder jetzt ganz spannend verfolgen, wie Menschen losfahren oder wie sie ins Ziel kommen. Lassen wir es mal so. Ach, West-Mattelmann natürlich wieder letzter, sogar hinterm Albaner. Entschuldigung. Sogar zwei Albaner dabei. Sehr schön. Audin Sufa. Oh, jetzt hat er schon 3 Mann hinter sich gelassen. Stefan Schumacher nur auf Platz 6. Er war eigentlich einer der Mitfavoriten. Wir können schon mal schauen, was Jan Ulrich für eine Tagesform hat.
sagte er voller Selbstvertrauen. Und es ging nicht. Naja, okay, ist nicht schlimm. Michael Owen für das Team Axion. Die haben das Axe-Deo erfunden. Der Wendelspieß, auch schön. Der hat die Wendeltreppe erfunden. Wendeltreppe heißt in der Schweiz Wendelspieß. Wenn du runterfällst, bist du tot. Deswegen die Schweizer, die sind da einfach ganz rabiat. So, Sean Lake, der Mann vom See. Auf Platz 1. Vasiljuk auf 2. Der Winter auf 3. Mensch, Mensch. Silvester, Winter, Lake. Dann noch Björn Thurau, Huckleberry Finn. Das ist wieder die Creme de la Creme des Prolog-Zeitfahrens hier. Ja, der Huppertz hat aber sich die Kräfte nicht gut eingeteilt. Das war ein bisschen... Das wollte ich jetzt mit Huppertz machen, jetzt fällt mir nichts ein. Da hat es gehuppert. Keine Ahnung, was weiß ich denn. Es ist spät hier, es ist schon fast 11 Uhr. Nachts natürlich. Gut, ein Haus hat zu wenig Energie verballert. Deswegen auch nur auf Platz 66. So, jetzt kommt Eva Braun. Sie geht wieder von der Rampe. Sie durfte übrigens nicht mitentscheiden, welchen... Wo Adolf Hitler und Eva Braun hinziehen. Das ist ein Postillon-Spruch. Als sie was sagen wollte, hat er gesagt, Braun, schweig. Deswegen sind sie dann halt noch Braunschweig. Entschuldigung. Ich fand den Spruch witzig. Benny gefällt das. So, wen haben wir denn hier? Cardoso, Rodolfo Esteban Cardoso, dann den Celano von der Ceranfeld. Figueredo, die Witze sind nicht gut heute, habe ich das Gefühl. Lac Guti, der liegt immer sehr gut. Michael Owen natürlich dabei. Dann Le Croc, den trinkt er immer, wenn er erkältet ist. So, Jan Ulrich, Tagesform 0. Das hätte ja besser nicht laufen können. Berg gleich mal die minus 2. Einfach so. Aber ist ja nicht wichtig. So, mal schauen. Ist nicht besonders lang. Da können wir schon ordentlich reintreten, denke ich mal. Vielleicht nicht so sehr. Vielleicht aber doch. Irgendwie merkwürdiges Profil. Für mich jetzt ganz komisch ohne Chat. Kennst du den Chat? Der Chat, der steht hier normalerweise immer neben mir. Redet mit mir. Komischer Typ. So, mal schauen, mal schauen, mal schauen. Ich würde sagen, Top 10 vielleicht. Mehr aber wahrscheinlich nicht. Oh, da kommt immer eine kleine Kuppe rein. Die habe ich nicht bedacht. Okay, es müsste trotzdem sich gut ausgehen. Hau rein und Platz 8. Jawohl, 5 Sekunden hinter Sean Lake. Das lief gut. Das lief gut. Wer kommt denn da rein? Oh, Sergio Paulinho kommt noch. Alter Falter, auf Platz 2. Und David Ribbelin kommt auch noch, allerdings kein guter Prolog-Zeitfahrer. Er lässt sich auch Zeit. Guck dir das an. Der Ribbelin denkt sich, ich bin so alt. Wer weiß, vielleicht komme ich gar nicht mehr an. Dann Chris Anker Sörensen. Allerdings auch auf Platz 34. Und dann sind wir 9. geworden. Im Endeffekt, wir sollten 15. werden. Unser Teamchef wird uns lieben. Er wird Liebe mit uns machen. Und zwar die richtig schmutzige Liebe wird er mit uns machen. Also richtig schmutzig. Ich weiß auch nicht, was das bedeutet, aber ich finde es immer ganz lustig. So, Platz 9. Ich würde sagen, Achtung, Gesamtwertung, Platz 9. Ich bin so ein Prophet. So, oh, nächste Stufe. Errungenschaft freigeschaltet. Angehender Champion unter die ersten 15 der Etappe kommen. Wir sind 9. geworden und jetzt komm. Jetzt müssen die ganz großen Teams kommen. Wie nur 75 am Berg. Mehr Veränderungen gibt es nicht. Ach, wir hatten Trainingsplan Climber, stimmt. Das haben wir ja im Stream entschieden. Weil wir so clever sind. Scheiße. Okay, machen wir wieder anders. Fortschritt, Etappenfahrer. So, toll. Was haben wir jetzt davon? So, mal schauen, ob es ein neues Vertragsangebot gibt. Aber gut, wir haben uns jetzt ja auch nicht so sehr verbessert. Dann würde ich nämlich sagen, wir unterschreiben mal bei Fortuneo. Vielleicht haben wir da ja ein wenig Glück bei Fortuneo. Dann sind wir Felix Ulrich. Ach stimmt, der Giro della Valle, da aus der Mont Blanc, kommt auch bald wieder. Oh, ein neues Vertragsangebot. Direkt Energie hat uns ein Angebot gemacht. Ist aber auch nur ein Kontinentalbüro-Bums-Team, oder? Aber die haben schon ein paar gute Jungs dabei. Nee. Hm. Das Trikot ist natürlich ganz nice. Was sagt denn der Chat dazu? Na Chat, was sagst du? Ja, also... Nee, Entschuldigung.
Ja, scheiße. Fortineo, Vanti Group Gobert, Cara Rural. Bis wann müssen wir uns denn entschieden haben? Vielleicht kommt ja noch ein Initiativangebot. Na gut, wir müssen ja nicht unterschreiben. Also Cara Rural ist natürlich auch ganz nice. Ist ein super Bergfahrerteam, aber so gut sind sie jetzt auch nicht mehr. Die gehen immer in jede Ausreißergruppe bei der Vuelta rein. Cara Krawall. Ja, ich würde sagen schon, Fortineo ist jetzt irgendwie mein Favorit. Oh, ich kann ein anderes Team kontaktieren. Hallo, E-Beams, der Ulle. Kontakt. Wie? Dreckschwein. Das ist unglaublich. Ich will aber 6000. Die 1500, die sind mir jetzt wichtig. So, wir sind natürlich Top-Favorit, da wir wieder... Ah, ich habe vergessen, die Werte von Jan Ullrich zu verändern. Egal. Datenbank. Ich kann die Datenbank eh nicht mehr sehen. Ich habe jetzt auch noch nichts verändert nach dem Stream. Der mich am nächsten Tag dann auch echt umgehauen hat, weil 6 Stunden Stream ist dann schon sehr, sehr anstrengend. Aber gut, wenn man das mal so ein bisschen besser timen würde, beziehungsweise auch mal mehr Zeit hätte dazu, das ist ja dann quasi meine Freizeit. Und dann ist es halt doch ziemlich anstrengend, auch wenn es natürlich viel Spaß macht. Aber trotzdem, danach ist man immer ziemlich leer, weil man ja schon 6 Stunden alleine quatscht. Und durchaus auch aufpassen muss, was man so erzählt. So, der Jonathan Finot, der alte Raucher. Na, die Bergwertung der 3. Kategorie wäre vielleicht für uns drin. Wenn wir da das Tempo bis dahin hochhalten, Ausreißergruppe dürfen wir natürlich nicht rein als 9. der Gesamtwertung. U25, das weiße Trikot könnte ein Thema werden. Müssen wir mal schauen, wie wir in den letzten Anstieg reinkommen. Ich bin gespannt. Wir werden das von vorne fahren. Ach, guck mal, da ist wieder der Ande Meskel. Der hat was Ande Meskel. Ah, du Schatz, heute kann ich nicht. Ich hab was Ande Meskel. So, die Sonne blendet uns. Der Sohnemann, dem Teamchef, nee, dem Tourchef, sein Sohnemann. Wie führender Außenseiter. Wer ist denn hier sonst noch führender? Irgendwas. Ganz ehrlich. Ihr könnt doch alle nix. Ibims der Dominator. Ah, stimmt, wir haben das darauf gestellt, wenn ein tolles Event passiert. Ah, da hat der Einhaus sich gedacht, ich gehe mal in die Ausreißergruppe. Und dann hat er gemerkt, ach scheiße, ich bin ja ein schlechter Radfahrer. Hallo? Okay. Ich habe mich an diese Perspektive jetzt gewöhnt. Finde ich eigentlich ganz nice. Im Pro-Cyclist-Modus vielleicht nicht so schön. Oh, wir haben nur die minus 1. Die Ausreißer sind weg. Bergpunkte wird es keine mehr geben. Das bedeutet für uns 8-fache Geschwindigkeit, wenn wir dürfen. Sag mal, was ist denn hier los? Ach, guck mal, der Reschke ist vorne weg. Alter, jetzt lass mich die 8-fache machen. So, der Pitlane hat angegriffen. Yo, yo. Ah, nee, das war Pitstop. Jan Ullrich, er rast und rast und rast. Wir werden nicht beschützt, weil wir ja nur führende Außenseiter sind. Ein Begriff, den ich immer noch sehr merkwürdig finde. Aber gut. Jetzt, wo Team Sky uns abgelehnt hat, können ja mal bei so einem kleinen Bums World Tour Team nachfragen, sowas wie hier Bora Hansgrohe oder sowas. So, und Retschke hat es vorher geschafft. Rudi Dutschke. Und dann rödeln wir hier wieder rum. Spannend. Also, hier Abonnententeam macht natürlich deutlich mehr Spaß. Generell hat der Stream super viel Spaß gemacht. Dann auch gerade mit den anderen Teams, die man schön dissen kann. Jetzt haben wir mit Team Skoda schon einen Erzfeind. Team BASF ist natürlich quasi mein Herzensteam, weil da ich drin bin und mein Vater auch. Und ja, das ist generell ein schönes Team. Aber Team Skoda geht halt gar nicht. Das ist, wie gesagt, Team Edward und Team Dingsbums. Wo ich immer noch nicht genau weiß, wie das andere Team hieß, aber ist auch nicht schlimm. So, der Vorsprung 3 Minuten 27. Wir haben natürlich hier mit der Nachführarbeit gar nichts am Hut. Auch die Sprintwertung winken wir einfach mal so durch. Obwohl wir da momentan auf Platz 9 sind, überraschenderweise nach Platz 9 im Zeitfahren. Dankeschön für diese vorübergehende Wertung. Minus 9 Sekunden. Geil. Wollte ich schon immer mal haben. Mit der TARDIS sind wir einfach mal in der vorübergehenden Wertung unterwegs.
So, Jan-Ulrich Keske los. Da fällt er. Eieiei, die Werte sind aber heute auch für ein Poppes. Minus 3. Ausdauer, Zähigkeit minus 4. Am Berg haben wir direkt mal den Punkt wieder verloren, den wir gerade gewonnen haben. Oh, jetzt sind wir nur noch Zehnter. Jetzt wird's bitter. So, Rudi Dutschke, da vorne sehen wir ihn schon. Der wird bald eingeholt werden. Wie gesagt, nicht sauer sein, wenn wir hier mit der Achtfachen durchrödeln, aber ich denke mal, ist jetzt nicht für alle Leute so spannend. Und wir wollen hier mit Ulle ja auch schnell durchkommen. Wie gesagt, ich mache jetzt Ulle wieder offscreen, weil ansonsten wahrscheinlich alle Leute immer schreiben hier, wo ist Abo-Team, wo ist Abo-Team, wo ist Abo-Team, wenn wir streamen. Deswegen kann ich so ein bisschen entspannt bei Jan-Ulrich und euch einfach irgendeinen Mist an den Kopf werfen. Der Schormeier hat sich jetzt vor uns gestellt. Ach, guck mal, auf einmal sind wir anscheinend hier führender Innenseiter. Deswegen kümmern sie sich jetzt um uns. Oh, jetzt haben sie die Nachwuchsfahrerwertung sogar überarbeitet. Jordan Levasseur, ein Mann aus Frankreich in der Ausreißer-Gruppe, führt momentan, aber den werden wir schon wieder einsacken und ich werde das, dass es auf normale Geschwindigkeit gestellt wird. Guck mal, wie schön. Mit Brücke. Alter Schwede, da haben wir bestimmt jahrelang dran programmiert. Komm, Jacques, lass uns eine Brücke einbauen. No, no, no. C'est le travail, le travail. Travajo, Travajo. Noch eine Brücke, alter Schwede. Those graphics. So, ich sollte hier mal. Jetzt lenke ich mich schon selber ab. Also, ich habe gesagt, lenke ich mich schon selber ab. Alles andere, wenn ich gelenkiger wäre, ne? Weißt du Bescheid. So, wen haben wir denn hier dabei? Das sind alles Tip-Top-Fahrer. Ist irgendeiner in der Ebene zumindest gut? Nur ja, gut, wenn der Schormeier schon dabei ist. Ah, ich kann ihm das ja nicht geben, den Wert. Egal, machen wir das so. Führt mich zum Schotter, mein Freund. Ja, oder hak dich einfach mal links fest. Ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ja, du musst doch jetzt nicht die Busspur fahren, du Eumel. So, der Schormeier fährt uns mal vor. Und zwar so richtig. So, jetzt muss Ulle aber selber reinhauen. Jetzt verabschiedet sich gerade mein Ton. So, komm Jan-Ulrich. Give it your best. Warum geht eine rote Balken nicht weg? Ah, okay, das Gel hat dann doch einen wirklich guten Effekt. Ja, auf geht's, Ulle. Da hätte ich mir vielleicht sparen können. Komm einfach mit der 99 jetzt durch. Die können doch gleich alle nicht mehr. Auf geht's, Ulle, komm. Sprinte, du Luder. Ja, das war aber ziemlich gut hier. Dafür, dass Ulle nun wirklich in beschissener Form ist, sind wir gut vorne mit dabei. Björn Thurau gewinnt das. David Ribbeling kommt rein. Und da wird es auf jeden Fall Abstände geben und das gelbe Trikot ist weg. Das gelbe Trikot ist weg, allerdings ist Sergio Paulinho auch an unserer Seite. Das weiße Trikot ist auch abgehängt, also übernehmen wir auf jeden Fall das weiße Trikot. Guck mal, was für eine schöne Aussicht. Alter Schwede, ist ja wie Assassin's Creed hier. Kann ich mal den Adlersprung machen. Haben wir wieder die Ultrazeitlupe hier ausgepackt. Also, was sind wir geworden? Achter. Und das mit einem Beschleunigungswert von minus 4. Jo, das lief doch gut. Ich freue mich. Also, Süddeutsche Zeitung,
und in der Gesamtwertung auf Platz 5 vorgefahren. Björn Thurau jetzt vorne, 10 Sekunden Rückstand haben wir. Die werden wir auch nicht mehr aufholen. Ach, er fährt fürs Kuwait-Team Björn Thurau, sehr sympathisch. Sehr sympathisch. Cameron Bailey, Truls Winter. Truls. Atle Pedersen, Rönsen. Nee, was war das nochmal? Andrösen. Robbie Hacker, 12 Sekunden Rückstand in der Bergwertung. Hat sagt Finn dazu. Und 9. in der Punktewertung, nehmen wir so hin. Aber wir sind auf jeden Fall der beste Nachwuchsfahrer. Und Roland Thalmann ist jetzt unser Konkurrent. Unser Team ist nicht dabei, aber Efappel ist wieder auf Platz 2. Und Kolz aus der Ukraine, bald Russisch. Entschuldigung. Wenn es nach Christian Lindner... Heißt der Christian Lindner? Ja, ich glaube. Der FDP-Chefe. So, was haben wir jetzt schon wieder gemacht? So, 5. in der Gesamtwertung. Ach, wir sollen nur unter die ersten 20 kommen. Ist natürlich außergewöhnlich. Und wir sind auch in der Nachwuchswertung außergewöhnlich. Wir sind einfach nicht gewöhnlich. So, mal schauen. Wir können ja nochmal bei einem anderen Team anfragen. Nach Dobratsch. Von Millstadt nach Dobratsch. Da würden wir sowas von auf die Fresse fliegen in Dobratsch. Das komplette Team. So. Vertragsangebot. Was denn? Das können wir doch schon. Ich will neue Vertragsangebote haben. Karural hat uns doch schon ein Angebot gemacht. Heute gibt es sonst keine. Ich bin ein wenig empört. Verreken fährt wieder mit. Das wird auf jeden Fall kein schönes Rennen werden. Ja. Laufende Verhandlungen. Wo laufen sie denn? Ja, wo laufen sie denn? Oh, ich kann noch mal ein anderes Team kontaktieren. Wer möchte mich denn... Wer könnte mich denn mögen wollen? Komm, Sunweb. Ich werde diese Teams... Wenn die mir nächstes Jahr ein Angebot machen, dann pisse ich den auf den Flocati. Da kannst du aber Gift drauf nehmen. Dann scheiße ich vor die Haustür, aber so einen richtig fetten Haufen. Ist ja unglaublich. Ich bin Jan Ulrich. Und da machen die einfach sowas. Das ist respektlos. Hat er keinen Respekt vor meinem Leben, weißt du, Digga? Hat er keinen Respekt vor meinem Leben. Das habe ich ja, glaube ich, schon häufiger mal im Let's Play gesagt. Mein Lieblingsding, wo du immer daneben stehst und du denkst, was? Was habe ich keinen Respekt vor? Was? Wie? Ich verstehe die Frage nicht. Dort gekriegt. Was wir viel zu selten inzwischen sagen, dort gekriegt. So, ist hier irgendeiner dabei, der witzig ist, der Ruiz. Der ist zwar nicht witzig, aber wir haben ihn trotzdem mal genannt. Katharina Bondarenko, vom Damentennis vielleicht einigen bekannt. Halti Ferrasse ist auch wieder dabei. Der Anne Meskel. Emilio Esteves, wie gesagt, Bruder von Charlie Sheen. Banaschek. So, schön wieder die Klaviermusik im Hintergrund, weswegen natürlich das Let's Play auch wieder nicht monetarisiert werden kann oder sonst irgendein Scheiß, wo ich gar nicht drauf achte, ob ich das monetarisiere oder nicht. Mir ist das eigentlich Wumpe. Hab ja eh nichts davon. So, 127 Jungs sind noch am Start. Vielleicht ja auch Nadja Tripodi, also ein Mädel. Who knows? Uiuiui, da war kurz der Helikopter dabei. So, und jetzt sind wir natürlich im wunderschönen weißen Trikot unterwegs. Haben dieses hässliche Schwarz-Gelb endlich mal abgelegt. Wir sind wieder führende Außenseiter. Tagesform minus 2 bedeutet, wir attackieren heute. Wir gehen in die Ausreisergruppe. Ach, guck mal, der hat sich gerade noch die Brille oben in den Helm gesteckt. Das ist ja schön. Auch wieder ein neues Feature. So, und damit das nicht zu spannend wird, machen wir heute mal wieder gar nichts und stellen es auf 8-fache. Und das Spiel lässt uns natürlich wieder nicht. Kann ich hier jetzt nicht einstellen, oder? Nee. Mega ätzend, hör auf. Hör auf. Ich entscheide selber, wann was wichtig ist oder nicht. Dann verpasse ich halt mal eine Bergwertung. Ist auch nicht schlimm. So, wen haben wir denn vorne dabei? Schauen wir mal. Da sind wir dabei. Der Gonsalves ist dabei. Der Guillot ist dabei. Der Mügind. Das klingt irgendwie auch so nach einem... Ich komme direkt aus Mordor. Skorenko. Stimmt, Skorelose oder wie heißt das? Und Magalhães. Ist auch ein sehr schöner portugiesischer Name.
wahrscheinlich vom Efappel-Team. Wenn das Efappel-Team mir ein Angebot machen würde, ich würde sofort zu Efappel gehen. Da würde ich mich auch wohlfühlen, auch vom Namen her. Ich ist wie Jan Ulrich from Efappel. Da würde ich mich freuen. Alter Falter. Okay, ich krieg gerade einen Drehwurm. Was ist denn jetzt schon wieder los? Wichtiges Ereignis. Hat einer ein Loch im Zahn oder was? Wieso ist denn die Kamera resettet? Wie gesagt, ich muss immer sehen, was vorne passiert. Von oben drauf schauen finde ich immer so ein bisschen doof. Obwohl es dann vielleicht manchmal auch besser ist, weil man nicht durch jedes Gebüsch, durch jeden Baum fliegt, wie wir es hier gerade machen. Aber gut, das weiße Trikot, mal schauen, ob wir es halten können. Es wird schwierig, es gibt noch eine sehr hügelige Ankunft später und ich glaube nicht, dass wir das nochmal so gut hinbekommen. Aber das mit dem Gel hat ja mega funktioniert. Denn Ulrich hat da ja die Überform gehabt. Also wir werden beschützt von Eva Braun. Jetzt geht es zum Sprint, das kann uns wurscht sein. Ja, Sergio Paulinho und Björn Thurau haben wir keine Chance. Auch Sean Lake wird zu schwierig. David Rebellin wird auch schwer, also Platz 5 wäre eigentlich so das Maximum. Zumindest mit unserer wunderbaren Tagesform bzw. unserer Ermüdung. Jetzt lass mich die 8-Fahre fahren, Mensch. Ja, da vorne hat der Mügend angegriffen, na klar. Da muss ich auch den Ring in den Vulkan werfen. Der hat's eilig, der Mann. Alter Schwede, wir fliegen doch durch jeden Baum. Rums, rums, rums. Alter Schwede. Ich mache jetzt einfach mal eine lange Folge. Die komplette Rundfahrt mal in die eine Folge rein. Keine Ahnung, wie spät es dann schon ist. Naja, es geht noch. So lange sind wir noch gar nicht drauf. Dank der 8-fachen Geschwindigkeit fliegen wir durch die Zeit. Das würde ich mir bei der Arbeit manchmal wünschen. So die 8-fache Geschwindigkeit. Wäre sehr viel entspannter. Also natürlich wird man müde in der einfachen Geschwindigkeit und arbeitet 8-fache Geschwindigkeit. So rum natürlich. Dass man dann nach Hause kommt und völlig entspannt ist. Weil die Spannung hier ist echt zum Greifen. Greift mal einfach mit der Hand nach vorne gegen den Bildschirm. Und ihr werdet merken, ihr werdet einen Schlag vom Bildschirm bekommen direkt. Oder vom Handy. Die Spannung einfach so groß ist. Oh, aber auch wieder ein schönes Profil. Ich habe keine Ahnung, was hier immer für Profile gefahren werden, von welcher Rundfahrt das jetzt schon wieder ist. Wahrscheinlich hätte ich am Anfang mal drauf achten sollen. Wahrscheinlich eine Giro-Etappe oder so ein Gedöns. So. Ja, unsere Jungs machen vorne ein bisschen mit Tempo. Das sind nur noch 28 Kilometer. Vorm Ziel kommt auch nochmal so ein kleiner Nippel. Jetzt wollte ich es eh gerade langsamer stellen, aber unser Team ist schon sehr, sehr viel hier vorne mit dabei. Ich weiß gar nicht warum. Tenbroek wäre vielleicht noch eine Möglichkeit. Hubertz. Ne, ich hole mir mal den Tenbroek an die Seite. Dass der uns dann vielleicht in diesen Hügel nochmal so ein kleines bisschen mit reinfährt. Reinfährt. Das ist ein reines Pferd. Gutes Wasser muss durch einen tiefen Stein. Ach Gott, das ist immer so, wenn ich so spät aufnehme, dann ist es immer kompletter Quatsch, was ich erzähle. So, Problem ist natürlich, das Tempo ist ohnehin schon sehr hoch. So, da hängen wir uns jetzt wieder dran. Lassen uns da wieder nach vorne fahren. Der Retschke versucht uns natürlich noch vom Rad zu schießen. Tenbroek attackiert quasi. Das war noch nicht die steile Rampe, die kommt erst noch. Deswegen, wir lassen ihn sich mal platt fahren. Boah, Jan Ulrich geht aber auch schon bös platt. Eieiei. So, komm Ulle. Zieh den Stiefel durch.
Uiuiui. So, komm, das haben wir jetzt durch. 6 Kilometer, es geht gleich nochmal bergab. Zieh, Ulle. Ulle ist platt. Aber jetzt sprintet er hier in die Abfahrt. So, es geht nach wie vor bergab, aber jetzt sind es noch 3 Kilometer flach. Weiß nicht, ob die 99 da so gut ist. Mal schauen, wo sind die Jungs? Eieiei, die sind direkt hinten dran. Auf Ulle, Zeitfahrqualitäten. Oh, da kommen sie. Ja, die sprinten an uns vorbei. Auf Ulle, zieh! Ja, schade, das schaffen wir nicht. Aber da sind wir gut, sind wir eigentlich gut gefahren. Da sehen wir, Jeremy Le Croc gewinnt. Da werden wir, glaube ich, 5. oder 6. Sechster im Endeffekt hinter Rebellin. Wir haben es versucht. Wir haben es versucht mit unserem Wahnsinnswert. Wenn wir jetzt natürlich noch Puncheur wären, dann hätten wir nochmal schön reinhauen können und attackieren. Aber so machen wir hier echt eine gute Rundfahrt. Ich bin echt im Rhythmus beim Radsportmanager, das läuft ziemlich gut. Fitness ist eigentlich schlecht, die Tagesform ist schlecht, also und wir haben ja den Schwierigkeitsgrad schwer. Also dafür läuft das ziemlich gut, da sehen wir auch Jan Ulrich. Alter Sprintergott. So, Jeremy Le Croc vom Robert leckt mich am Arsch-Team. Ich habe nur Robert gelesen, deswegen... Robert! deswegen... Okay, Entschuldigung. So, was macht das für die Gesamtwertung? Da sind wir weiterhin auf Platz 5. Mit 10 Sekunden Rückstand haben wir uns also nicht verbessert. In der Bergwertung ist auch Björn Thurau vorne. In der Punktewertung ist Björn Thurau vorne. Aber Nachwuchsfahrerwertung sind wir vorne. Weil wir einfach geil sind. Und jetzt hoffen wir mal, dass wir in der nächsten Etappe vielleicht ähnlich gut abschneiden können. So, 6. Platz... Für eine Flachetappe finde ich das ziemlich gut. Zeitabstände gab es keine. Nur Fabian Schormeier ist natürlich wieder rausgefallen, der alte Sack. So, was ist denn jetzt schon wieder los? So, außergewöhnlich. Außergewöhnlich. Dankeschön, Chef. Ich bin dir sehr, sehr dankbar. So, mal schauen, was Fortineo zu unserem Vertragsangebot sagt. Nachdem Sunweb uns ja wirklich ins Gesicht gespuckt hat. Nach Station de Rousse. Ah, okay, Tour de France läuft parallel. Stimmt, 8. Juli. Das könnte hinhauen. So, und hier wird es bergelig. Bergelig. bergelig bzw. hügig. also hügelig bzw. bergig. Haben wir noch ein neues Vertragsangebot? Nö, irgendwie will uns keiner. Da laufen immer noch die Verhandlungen. Ich würde die gerne mal laufen sehen. Vor allem, warum laufen die denn? Wir fahren doch die ganze Zeit. Fragen über Fragen. Ein anderes Team kontaktieren. Wo holen wir uns denn dieses Mal eine Absage? Hier, Bora, wie schaut's denn bei euch aus? Ach, fickt euch doch. Das sind ja die schlimmsten Absagen. Ganz ehrlich. Dann probieren wir es mal bei Direkt Energie. Will auch 6000. So. Give me the money. Ich will den Money. Money Bender. So. Rein in die nächste Etappe, die Schlussetappe dieses wahnsinnigen Grand Prix Torres Vedras. Bestimmt ein spanischer Vedras-Anbieter. Vedras and Win. Jo, die Witze sprudeln. Radio Popular. Gibt's auch Radio Unpopular? Wahrscheinlich. Das ist der Gegenspieler. Jo, Chris Anker Sørensen ist der Top-Favorit. Ich glaube, bei uns wird es heute nicht ganz so steil nach oben gehen. Mal schauen, wie hoch das Tempo ist. Wir werden den Berg von vorne fahren. Ich habe so eine große Bandbreite an Taktiken auch beim Radsportmanager. Da muss man mich einfach mal loben für. Oh, das könnte auch unsere Rivalen sein. Das Rivalteam. Burgos BH ist auch schön. So. Voll, endlich mal Moped-Geräusche am Anfang. Früher war es immer der Helikopter. Jetzt ist erst kurz Heli, dann Moped und dann wird gezoomt mit einer Kamerafahrt, die seinesgleichen sucht. So, wir sind führende Außenseiter. Ich bin stolz darauf, führende Außenseiter zu sein. Ich habe meine Dankesrede schon vorbereitet. So, diese Taktik finde ich eigentlich ganz nett. Beziehungsweise nicht Taktik, sondern Kamera. Das macht mehr Sinn. Da ist der Umrauni.
So, wer beschützt uns heute? Komm, Eva Braun. Ah ne, der Schormeier ist schon da. Wenn man Album losen muss mit dem Schormeier. Wo willst du denn hin? Du musst mir gleich den Sprint anfahren. Alter Vater. Da sollte man auf jeden Fall von vorne reinfahren. Also, ist meistens gut, wenn man von vorne reinfährt. Hinten geht's auch, aber ist meistens eben so. Ne? Also, das ist eher dann hinten reinfahren. Vorne rein ist dann, ja, doch, das ist so hier. Auch intervallmäßig passt das. Aber hinten rein, ja, es dauert einen Moment. Und eine Abfahrt gibt es meistens nicht. Okay. Ich hoffe, manche haben verstanden, um was es ging. Aber nicht jeder denkt so. Wahrscheinlich habe ich gar keinen Aufnahmeknopf gedrückt. Quatsch, einfach in die Nacht vor mich hin. So, was machen wir denn jetzt Schönes? Wir fahren erstmal rauf und runter. Was jetzt auch wieder zu dem Thema von eben passt. Zwei Ausreißer sind es nur. Ach stimmt, der Tenbruck und der Kaloy. Ist das nicht irgendein Rang bei der Marine? Ich meine, das hätte ich beim Boot immer gehört, NW Kaloy. Aber ich habe den Film jetzt auch schon Ewigkeiten nicht mehr gesehen und bin auch nicht so der größte Freund des Films. Also dieses speziellen Filmes. So, das Näschen läuft mir wieder, wie beim Stream das letzte Mal auch. So, für alle, die es jetzt noch nicht mitbekommen haben, wenn ich streame, der Stream wird quasi auf dem Thumbnail vom letzten Stream angekündigt. Das, da haben wir uns ja im Stream so drauf geeinigt. Ich glaube auch, dass das eine ganz gute Variante ist, weil auf Twitter schreibe ich eh nie, da folgt mir eh keiner. Dann brauche ich da auch keine großen Ankündigungen machen. So, Tagesform minus 3 ist natürlich ein absoluter feuchter Traum. Die Konkurrenz hier bei der Rundfahrt ist natürlich jetzt nicht so immens, als dass die Tagesform uns extrem in die Scheiße reitet. Aber trotzdem, finde ich, ist es schon bemerkenswert, dass wir hier so gut dabei sind. Also Fitness 72% im orangenen Bereich, Tagesform minus 3. Wir haben bei der Ausdauer minus 8. Das bedeutet, Ulle war quasi schon müde, als er sich aufs Rad gesetzt hat. Ach, da hätten wir mitsprinten können. Ja, schade, wir haben nur 7 Punkte Rückstand. Warum hat mich dann keiner im Chat darauf aufmerksam gemacht? So, jetzt gehen wir mal runter. Beziehungsweise wir sind ja schon unten quasi. Jetzt fahren wir erstmal durch die Bäume durch. Ihr könnt ja mal schreiben, ob euch die Kameraperspektive zu weit weg ist oder ob das so okay ist. Weil es ist echt schön, wenn wir da unten durchs Gebüsch fliegen. Ich sag da unten Gebüsch, aber es ist natürlich die Baumkrone. So. Da versucht sich Gonsalves noch Bergpunkte zu holen. Wir haben eh noch keine und ich würde die Kräfte jetzt auch wirklich eher auf die Gesamtwertung Richtung weißes Trikot sparen, als dass wir dort jetzt um die Bergpunkte jeweils fahren. Da kommen wir eigentlich ganz gut drüber. Die Frage ist halt, haben wir überhaupt noch einen Teamhelfer vor dem letzten Anstieg? Und die Antwort kann ich euch jetzt schon geben, nein. Selbst Tenbruck wahrscheinlich nicht. Da oben gewinnt er die Bergpunkte oder nicht? Wir werden es gleich erfahren, wenn das Feld hier durchfährt. Tenbruck hat 4 Punkte geholt. Jetzt müsste ich wissen, wie viele Punkte es gibt. Wahrscheinlich gibt es 6, oder? Dann hat nämlich hier der Kaloy hat sie geholt. Der Kalle. So, 72 Fahrer nur noch dabei. 3 aus unserem Team sind natürlich gleich mal rausgefallen. Es beschützt uns auch keiner mehr. Und jetzt sind alle weg. Eben waren kurz alle weg. Aber der Schaumeier, der macht's jetzt wieder. Ne, Rudi Retschke kommt vor. Das kommt ab und zu mal vor, dass der vorkommt. Wir fahren wieder durch Gebäude durch. Wir schauen einfach mal nackten Frauen beim Duschen zu. Meistens sind die nackt, wenn sie duschen. Ich glaube, die wenigsten Frauen duschen im Badeanzug. Also ich mache das natürlich in Badehose immer. Weil ich mich selber nicht nackig sehen will. Das tört mich sonst zu sehr an. So, Themawechsel. So, wir sind wieder Richtung Busspur unterwegs, wie ich gerade sehe. Ole hält die Position. Der Tenbruck hat die 10 Gebote nach hinten gebracht. Und jetzt war es das für ihn. Joa, Tempo ist nicht gerade niedrig. Aber Ole macht das. Auch wenn wir jetzt am Ende der Gruppe sind, da werden wir schon dranbleiben. Kann trotzdem noch ein kleines Stückchen nach vorne fahren. Was ganz nett wäre, nicht, dass wir da jetzt abgehängt werden. So, wie schaut's aus in der Bergwertung? Domingos Gonsalves
Placido Domingo oder wie der auch immer hieß. Einer von den drei Tenören. Alter Schwede, der gelbe Balken ist schon ordentlich weg. Vor allem kommen wir nicht so wirklich nach vorne in der Abfahrt. Wo wir der beste Abfahrer der Welt sind mit der 63 heute. Oh. Ulle einfach mal ungerührt links vorbei. So nach dem Motto, jo mei, die sind's tot, ne? Oh, muss mir ein Wasser selber holen. Finde ich aber nicht witzig. Aber alle Trikots hier vorne noch vereint. Alter, das Geräusch ist auch übertrieben laut geworden. Ja, ist doch gut jetzt. Jetzt stürzen sie wieder alle der Reihe nach. So, jetzt kommt gleich der Braun, der stürzt. So, wir müssen hier einfach das Tempo mitgehen. Und wenn der Rot, wenn der Balken oder wenn es da oben schon blinkt bei einer 85, die eingestellt ist, dann ist das nicht so nice. So, Ander Meskel, das Team Kuwait, kommt wieder und hat kurz mal das Tempo gemacht, aber dann auch wieder rausgenommen. Die 85 war eigentlich ganz nice. So, es fahren alle noch, oder? Oder ist irgendeiner so, dass man den vom Asphalt kratzen muss? Ich glaube, der Rudi Retschke ist tot. So, wie weit ist es noch nach oben? Noch 3 Kilometer. Martins aus Mexiko macht Tempo, Cardoso dahinter, jetzt kommt der Winter. Huch. Na, die haben sich gerade abgesetzt. Hallo? Das ist echt eine tolle Kameraperspektive. Okay, komm. Klassische Kameraperspektive. Rein in die Rennaction. Hat man natürlich nicht so einen guten Überblick. Aber Ulle muss da jetzt dranbleiben. Ist Pflicht, aber ich glaube auch nicht, dass es den anderen so viel besser geht. Mit dem minus 3 hilft nicht, um das mal so zu sagen. Aber 900 Meter mit dem gelben Balken, das muss klappen. Und Björn Thurau ist jetzt auch nicht dafür bekannt, der allerbeste Bergfahrer zu sein. Obwohl er natürlich der allerbeste sein wollte, wie keiner vor ihm war. So, sehr gut. Das haben wir geschafft. Wir haben es überlebt. Können wir endlich zum Indigo-Plateau gehen. So, machen wir es mal wieder so. 19 Fahrer sind dabei. Ach Gott, das geht mir auf den Geist. So, wahrscheinlich kann ich noch ranzoomen oder sonst irgendwie. Wahrscheinlich mit Plus und Minus oder so ein Scheiß. Nee. Egal. So, wir bleiben jetzt mit Ulle hier in lauer Position. Sind noch 22 Kilometer. Wir haben natürlich keinen Teamhelfer mehr dabei. Der erste Teamhelfer ist 9 Minuten zurück und das war der Ausreißer. Rudi Retschke hat wirklich aufgegeben. Aber gut, das hätte er auch von vornherein machen können. Im Endeffekt sind unsere Fahrer immer von Vorstart schon gestürzt von der Leistung her. Wobei sonst die letzten zwei Etappen durchaus geholfen haben. Ich bin mal gespannt. Gehen hier vorher nochmal Attacken oder was machen die Jungs? Fahren die ein richtig höllisches Tempo? Gönnen sie sich einfach mal ein bisschen. Aber hier geht es auch die ganze Zeit permanent leicht bergauf. Ihr seht schon, dass Ulle das nicht so gut bekommt. Wenn wir Glück haben, kommen wir mit dieser Gruppe überhaupt durch. Es sind noch 10 Kilometer, beziehungsweise vielleicht wird das Tempo auch einfach mal rausgenommen. Aber mit Ulle wird es schon schwer, überhaupt dran zu bleiben. Lass mich mal ein bisschen zurückfallen. In der Gruppe, aber... Hallo? Ulle? Jetzt... Was war das denn, Ulle? Ja, ganz tolle Wurst. Ah, okay. Hat aber dafür gesorgt, dass jetzt mal ganz kurz Tempo raus war. Ah, da kommt eine Attacke. Wer ist es? Vermulen? Der hat aber 1,28 Rückstand. Für den wird das schwer. Noch 4 Kilometer. So, jetzt haben alle auf einmal gemerkt, dass das Rennen ja gleich vorbei ist. So, komm Ulle. Dranbleiben.
Das wird schwer, der gelbe Balken. Ey, der Schwede. Der gelbe Balken, ey. Gut, dass das Gel jetzt noch reinhaut, ansonsten hätten wir gar keine Chance mehr. Noch wirkt es. Aber wie lange wirkt es noch, ist die Frage. Eieieiei. Da bin ich jetzt mal gespannt. Da kommt Ituria, gewinnt das. Mal schauen, ob wir jetzt noch richtig blau gehen, ob der rote Balken noch reicht. Der müsste eigentlich sogar reichen bis ins Ziel. Und dann kommen wir mit dieser Gruppe hier an. Ja, wahrscheinlich werden Zeitabstände gewertet. Kann sein, dass wir noch ein paar Plätze verlieren, aber gut. Das war eigentlich ziemlich gut. Von der Fitness her hätten wir nie so gut abgeschnitten normalerweise. Also, keine Ahnung, was ich jetzt mit dem Satz sagen wollte. Damit wollte ich wahrscheinlich sagen, dass ich es extrem gut gemacht habe. Aber ich denke, damit kann man echt zufrieden sein. Das war keine Rundfahrt, die uns jetzt so gut lag, bis auf das Prologzeitfahren. Vom Profil her war das nicht für uns gemacht. Und trotzdem haben wir es echt gerissen. Und wir haben die Werte bei der Beschleunigung und beim Sprint und so weiter ja noch gar nicht magisch erhöht. Also Ulle ist immer noch derselbe beschissene Beschleuniger wie vorher. Und der ist ja süß. Oh, den gab es bestimmt im Happy Meal dazu. So, wie viel Rückstand haben wir? 27 Sekunden müssen es dann gewesen sein. Bedeutet Platz 9 in der Gesamtwertung. Wie gesagt, Top 10. Das war das Ziel. Haben wir geschafft. Ich glaube, unser Teamchef wollte sogar nur die Top 20 haben. Und wir müssten hoffentlich die Nachwuchswertung gewonnen haben. Nein, da ist Mikkel Ituria noch vorbeigezogen. Schade. Aber gut. Nehmen wir natürlich hin. Aber gibt auf jeden Fall ein paar Pünktchen. Würde ich mal sagen. Und ich meine, das war der Grand Prix Torres Vedras. Das juckt ja im Endeffekt auch überhaupt gar keinen. So, 42 Punkte haben wir dafür bekommen. Respekt Dikowski für so eine Drecksrundfahrt. Ausgezeichnet trotzdem, außergewöhnlich. 9. in der Gesamtwertung. Finde ich gut. Wir simulieren mal weiter und schauen mal, ob die Teams uns geantwortet haben, damit wir endlich die 6 Euro mehr pro Monat bekommen. Da bin ich knallhart. Ich verhandle im Cent-Bereich. So, hier von Nantua nach Chambry, also Königsetappe bei der Tour de France. Was? Fortineo hat's abgelehnt. Dreckschweine. Ist ja wohl unglaublich. So, direkt Energie hat's auch abgelehnt. Oh Mann, ey. Wo sollen wir denn dann hin? Cararural? Nee, komm, dann Vanti Group Gobert, dann machen wir da auch mal vernünftiges Ding. Mal schauen, Dimension Data. Hier, AGDSR, komm. Aha. Wir haben darüber nachgedacht, uns aber dagegen entschieden. Dankeschön. So, komm, 5000 kriegen wir aber schon. Und dann die Group Gobert. Ja, ihr habt da zu hart verhandelt. Wir können natürlich auch zu CCC Sprandi Polkowice gehen. Ja, mit Jan Hirt haben wir auch einen richtig guten. Auch der Großschartner, der macht immer richtig groß, ist richtig groß am Scharten. Wenn ich weiß, was Scharten ist, ich kann es nochmal erklären. Also es ist eine Mischung aus to shit and to fart, deswegen to shart. Deswegen der Großschartner. Jo, haben wir auch erklärt. Und es geht schon wieder in die nächste Rundfahrt, das gibt's doch nicht. Der Ulle kann sich doch nie mal ausruhen. Wer hat denn diese Planung gemacht? Jetzt müssen wir wieder mit der minus 5 Tagesform hier rumrödeln. Ja, das erstreckt sich jetzt ja hier alles noch ewig. Alter Schwede. Da bin ich mal gespannt, wie das im Abo-Team wird. Mit der Ermüdung. Und da nicht vielleicht auch die Trainingspläne nochmal anpassen muss. Weil Ulle ist jetzt hier die ganze Zeit müde. Und ich meine, ich kann es jetzt gerade nicht ändern. Die Planung ist fix. Ich kann höchstens das ein oder andere Rennen vielleicht nochmal rausnehmen. Was? 12. Juli? Ja gut, das kann ich nicht mehr machen. Dann gibt es den Grand Prix Granier. Und die Tour Alsace fahren wir eh nicht. Also ist das jetzt quasi erstmal so das letzte Rennen, wo wir nochmal richtig reinhauen. Und dann kann Ulle sich vielleicht tatsächlich auch mal ausruhen. So, bevor ich jetzt hier reingehe. Ich bin schon so den Stream gewöhnt. Ich beende überhaupt keine Folgen mehr. Verabschiede ich mich, sage Dankeschön fürs Schauen. Und wie gesagt, Ulrich wird es jetzt immer, ja, vielleicht dann wieder abwechselnd mit dem Uno geben, unregelmäßig, je nachdem, wie ich Bock und Zeit habe. Und dann machen wir das Abo-Team halt wirklich nur noch im Stream. Da
Das wäre, glaube ich, ganz gut so. Also, ich sage Dankeschön fürs Schauen. Mal schauen, welches Team wir dann in der nächsten Folge bekommen. Jetzt geht es erstmal zum Mini-Giro, Giro della Valle da Aosta Mont Blanc. Das ist einfach ein Träumchen. Dieser Titel hat sich auch seit Jahren nicht verändert. Ich glaube, wir haben es mit Jan Ullrich damals vor 2 Jahren auch gewonnen. Also, warum sollte das diesmal nicht auch klappen? Also, Dankeschön fürs Schauen und bis zum nächsten Mal beim Radsportmanager 2017. Bis dann.